Hallo, mein Name ist Christian Schwarzkopf von optionsuniversum.de und ich möchte heute Sie einmal fragen, ob Sie an der Börse schon handeln, eventuell mit Aktien, an Optionen, sich aber nicht so richtig rantrauen, weil Sie gehört haben, Optionen sind gefährlich, da kann man sehr, sehr viel Geld verlieren und so weiter und so fort. Und ich möchte Ihnen heute einmal ein ganz kurzes Beispiel zeigen, warum das eigentlich überhaupt nicht stimmt. Ich behaupte an dieser Stelle, Optionen sind weniger gefährlich als Aktien, ja, wenn man sie richtig einsetzt. Und ich möchte Ihnen das an einem konkreten Beispiel einmal zeigen. Hinter mir habe ich einen Chart aufgemacht, beziehungsweise ein sogenanntes G&V-Profil. Das G&V-Profil zeigt uns den Gewinn oder Verlust einer bestimmten Position, was das ist, kommen wir gleich noch dazu, einer bestimmten Position in Abhängigkeit des Standes des Underlyings. Klingt kompliziert, ist aber relativ einfach. Was Sie hier sehen, ist eine Long-Position auf den SPX. Der SPX ist der S&P 500. Also, wenn Sie diesen Index kauften, aktuell steht er bei 2922, dann haben Sie natürlich in dem Moment, wo Sie den kaufen, ist Ihr Gewinn und Verlust ist 0. Wenn der Index steigt, dann gewinnen Sie hier Geld. Sie können hier sehen, wie viel. Und wenn der Index fällt, verlieren Sie hier Geld. Soweit, da kennen Sie das alle mit jeder beliebigen Aktie. Jetzt in dem Fall habe ich einen Index genommen, aber mit jedem beliebigen Aktie können Sie das genauso nachbauen. Also das, was Sie hier sehen, ist das typische Gewinn- und Verlustprofil einer Aktienposition, einer Long-Position in einer Aktie. Wenn Sie schon mal ein bisschen mit dem Thema Optionen sich als Aktionär beschäftigt haben, dann sind Sie wahrscheinlich auch oft über diese Strategie, die gerne Einsteigern in den Optionshandel angeboten wird, gestolpert. Covered Call. Was heißt denn das schon wieder? Sie haben diese Aktien und verkaufen, machen also ein Stillhaltergeschäft, verkaufen zusätzlich einen Call, um die von der Prämie noch zusätzlich zu profitieren. Ich möchte Ihnen einmal anhand des G&V-Profils zeigen, wie das Ganze aussieht dann, wenn Sie das machen. Dazu muss ich hier im TradeLog einmal was umstellen. Und jetzt mache ich das mal einmal größer. Jetzt sehen Sie das G&V-Profil einer Aktienposition plus einem Short Call. Der Short Call führt dazu, dass Ihr Gewinn, verfolgen Sie bitte nur die dunkelblaue Linie, die restlichen Linien müssen uns jetzt in dem Fall nicht interessieren, dass diese dunkelblaue Linie, die Ihnen zeigt, wie der Gewinn bzw. Verlust Ihrer Position bei Fälligkeit der Option ist, dieser verkaufte Call führt dazu, dass Sie den Gewinn nach oben hin kappen bei $6,770. Das heißt, wenn der Markt über diesen Punkt steigt, der ist bei $2,970, dann können Sie nicht mehr Geld verdienen. Aber erinnern Sie sich, der Markt ist aktuell bei $2,922. Das sind also $50 Luft, die Sie sozusagen haben, wo Sie sich null mit Ihrem Gewinn beschneiden durch den verkauften Call und erst danach ist Ihr Gewinn einfach gedeckelt. So, warum sollten Sie das machen? Weil Sie auf der anderen Seite eine Prämie erhalten für den verkauften Call. Und wenn der Markt runtergeht, dann haben Sie die Prämie sozusagen in Ihrem Depot als Puffer, der ein bisschen die Verluste abfedert. Gucken wir doch einmal darauf. Sie sehen, dass wenn der Markt deutlich fallen würde auf 2728, das ist hier der äußerste Wert links außen an der X-Achse, also um etwa 200 Punkte, das wäre ja schon kräftig. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber es sind fast 7%. Dann hätten Sie mit dem verkauften Call, hätten Sie einen Verlust von $17,000 mit dieser Position. Wenn Sie den Call nicht verkaufen,
Entschuldigung, falsches Häkchen rausgenommen. Wenn Sie den Call nicht verkaufen, Sie haben also nur die reine Aktienposition. Ich lasse mal den Cursor hier genau an der Stelle stehen, wo jetzt die Gewinn- und Verlustlinie verläuft und lasse die Datei jetzt neu berechnen. Dann sehen Sie, die ganze Linie sinkt ab. Dann werden aus diesen 17.000 Dollar minus immerhin 19.000 Dollar minus. Das ist, die Differenz ist genau die eingenommene Prämie, die 2.000 Dollar für Ihren Covered Call. Jetzt können Sie sich fragen an der Stelle, ist es mir das wert, dass ich mir zwar 2.000 Dollar Liquidität in das Konto scheffle, aber dafür oben verzichte auf zusätzliche Gewinne, wenn der S&P weiter als 50 Punkte steigt? Diese Frage muss sich jeder selbst beantworten, aber das ist eine Strategie, und warum ich Ihnen die vorstelle, ist es, weil das ist eine Strategie für Aktionäre, die durch den zusätzlich verkauften Call ein bisschen ihr Verlustrisiko begrenzen wollen. Also, wenn Sie sagen, Optionen sind zu gefährlich, dann ist das schon mal der erste Hinweis, dass richtig angewandt das gar nicht stimmt. Nun, wenn Sie sagen, okay, das ist ja jetzt hier sozusagen nur eine Option dazu getan zu meinem Grundsatz, zu meinem Grundgeschäft. Das ist ja diese Aktie oder die Long-Position im S&P, die ich habe. Aber es sieht ja ganz anders aus, wenn ich nackte Optionen verkaufe. Ich gebe Ihnen insofern recht, dass das sein kann, ja. Aber ich behaupte mal an dieser Stelle, diese Position, die Sie hier sehen, also Long im Underlying plus Short im Call, ist nichts anderes als ein nackter Short Put. Nackter Short Put, wenn Sie eine Umfrage machen unter Optionshändlern, unter Leuten, die sich mit Optionen auskennen, dann werden Ihnen die meisten sagen, nackte Short Puts sind die gefährlichste Position, die Sie halten können. Noch viel gefährlicher, nackte Optionen sowieso, aber noch viel gefährlicher als nackte Short Calls. Und warum ist das Ganze so? Weil die Märkte moderat steigen, aber kräftig fallen können. Und in einem Crash, wenn denn wirklich der Markt richtig runterfällt und durch Ihren Strike durchfällt von dem gehaltenen Short Put, dann können Sie in ernsthafte finanzielle Probleme kommen, weil Sie ein unbegrenztes Verlustrisiko haben. Haben Sie bei einem Short Call auch, aber es gibt keine Aufwärtscrashs. Deshalb ist das Risiko in der Praxis nicht ganz so hoch. So, also Covered, also reine Aktienposition, sagen Sie, okay, das ist eine konservative Position. Aktienposition plus Short Call, haben wir gesehen, federt eventuelle Verluste ein bisschen ab. Und wenn wir jetzt sagen, Short Put allerdings ist das Gefährlichste überhaupt, dann möchte ich Ihnen jetzt mal was zeigen. Ich nehme nochmal den Short Call hier dazu, damit wir wieder die gleiche Ausgangslage haben. Das ist das Gewinn- und Verlustprofil, was wir uns eben schon angeguckt haben. Und jetzt schalte ich hier einmal um und zeige Ihnen das Gewinn- und Verlustpotenzial eines Short Puts. Ohne die Aktie, ohne den Short Call. Haben Sie was gemerkt? Wahrscheinlich kaum. Denn es ist exakt das Gleiche. Ich schalte nochmal hin und her. Achtung, jetzt kommt Aktie plus Short Call. Achtung, jetzt kommt Short Put. Haben Sie es erkannt? Die beiden Gewinn- und Verlustprofile sind völlig identisch. Völlig identisch. Wenn Sie eine Aktie halten und einen Short Call da drauf setzen, also einen Covered Call machen, ist es das Gleiche, als wenn Sie eine nackte Put-Option an der Börse verkaufen. Ja? Trotzdem haben wir vom Gefühl her, sagen wir, ein Covered Call, der ist lange nicht so risikoreich wie eine Short-Position in einer Option, insbesondere in einer Put-Option. Das ist wirklich Augenwischerei, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja? Das ist das, was ich Ihnen erstmal zeigen wollte, damit Sie ein Verständnis dafür haben, wie Optionen eigentlich funktionieren. Das Interessante an Optionen, und das ist auch der Grund, warum wir sie handeln, ist, dass Sie sie aber viel, viel cleverer als so eine
herkömmliche Short-Put-Position aufsetzen können. Wir können nämlich, wenn wir jetzt einen Long-Put dagegen setzen mit einem Strike-Preis, der weiter weg ist vom aktuellen Markt, dann kostet uns dieser Put weniger, als uns der Short-Put an Prämie einbringt. Und in der Summe führt das dazu, dass wir ein begrenztes Verlustrisiko haben, wenn ich so eine Strategie fahre, und dadurch eben diesen unbegrenzten Verlust eliminiere. Ich möchte Ihnen das einmal zeigen. Ich setze jetzt dazu einen Long Put mit einem Strike, der 30 Punkte der 30 Punkte entfernt ist von meinem Short Put. Und muss das jetzt mal ein bisschen auseinanderziehen und erhalte dieses interessante GNV-Profil. Gucken Sie sich den Verlauf der dunkelblauen Linie an, die wiederum angibt, wie mein Gewinn und Verlust der Position sein wird, wenn die Optionen verfallen. Und Sie sehen das. Ich kann, wenn der Markt steigt, hier maximal $1.500 damit gewinnen. Und wenn der Markt fällt, kann ich maximal $1.500, um ganz genau zu sein, $1.495 verlieren. Also eine 1:1 Relation in diesem Fall. Ich kann also, und das ist beileibe noch keine entwickelte Optionsstrategie, das ist nur mal ein Ansatz, um Ihnen zu zeigen, wie Optionen funktionieren. Sowas nennt man übrigens einen gedeckten Spread. Ja, gedeckt, weil Sie keine nackten Optionspositionen haben, sondern eine Absicherung dazu. Und richtig clever kombiniert noch mit ein paar anderen Trades können Sie daraus eine sehr schöne Optionsstrategie machen, die in vielen Marktphasen funktioniert. Sie können damit direktional handeln, das heißt, wenn Sie sowas aufsetzten, würden Sie natürlich darauf setzen, dass der Markt steigt. Wir können aber auch andere Strukturen erschaffen, noch mit einer Beimischung einer weiteren Option, die von einem Seitwärtsmarkt oder von einem Abwärtsmarkt profitiert. Sie haben also einen riesigen Blumenstrauß an Möglichkeiten und können sich immer die schönste Blume für die aktuelle Marktphase rausfischen. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, kommen Sie auf unsere Webseite, schreiben Sie uns eine Mail, rufen Sie uns an, wie auch immer. Wir informieren Sie gerne über die vielfältigen Möglichkeiten und Faszinationen des Optionshandels. Sprechen Sie uns einfach an. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann liken Sie uns doch und folgen uns auf YouTube, Facebook und Twitter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Christian Schwarzkopf. Bis zum nächsten Mal.